Gemeinde, ich möchte Sie ganz herzlich zu diesem Punkt 11 Familiengottesdienst begrüßen. Ich möchte die Band ganz herzlich begrüßen, die uns heute musikalisch unterfüttern, die uns einfach zeigen, wie man Musik auch anders singen kann. Und ich möchte ganz besonders die Kinder begrüßen. Und ich zähle jetzt bis drei und bei drei dürft ihr ganz laut Yeah rufen, okay? Kriegen wir das hin? Eins, zwei, yeah! Nochmal. Eins, zwei, drei, yeah! Das hilft die drei, ja. Das Thema heute ist das Reich Gottes. Jesus ist der König. Kürzlich war ich mit meiner Enkelin Marie, sie ist 2,5 Jahre alt, im Wald unterwegs. Wir saßen auf einer Bank und Marie zog einen Schuh aus. Ich sagte, Marie, lass bitte den Schuh an. Sie daraufhin, ich sage nein, ich bin der König. Ich war doch sehr erstaunt über ihre Aussage. Marie, bist du der König oder die Prinzessin? Fragte ich sie. Marie entgegnete energisch, nein, ich bin der König. Wenn schon so ein kleiner Mensch meint, selbstbestimmt leben und handeln zu können, ohne jemanden über sich zu akzeptieren, dann ist das bei uns Erwachsenen erst recht der Fall. So lange, bis wir an unsere physischen und psychischen Grenzen geraten. Wenn wir erschöpft, ratlos, leer im Kopf, krank und vollkommen hilflos sind. Wir kommen von Gott, dem König. Er ist unser Schöpfer und unsere Bestimmung ist auch unsere Rückkehr zu ihm. Zumindest möchte Gott das so. Ob wir das wollen, ist unsere Entscheidung. Jesus, der König, hat keine größere Freude, wenn Menschen lernen, ihm zu vertrauen und jede Minute unseres Lebens mit ihm zu verbringen. Der Schöpfer hat uns einen hervorragenden Geist und einen wunderbaren Körper in einer ursprünglich perfekten Welt geschenkt. Das kann kein Zufall sein. Trotzdem lassen uns unsere großartigen Fähigkeiten glauben, wir könnten alles selbst. Das ist ein fataler Irrtum. Gott braucht uns nicht, so auch die Natur. Wir aber brauchen die Natur und wir brauchen Gott. Diese Erkenntnis kann das Wunderbarste in unserem Leben sein. Meine Erfahrung ist, dass es nichts Besseres gibt, als Gott den König sein zu lassen. Nur er hat alle Erkenntnis, er hat alle Macht. Ich hoffe, die kleine Marie und alle kleinen Menschen, ihr erkennen das eines Tages. Und ich wünsche Ihnen das allen auch. Wir singen nun das Lied 169. Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Psalm 127 in einer moderneren Fassung, die auf der PowerPoint ist. Das Fettgedruckte sagen wir alle zusammen und das dazwischen lese ich. Wir beginnen gemeinsam. Gott, du bist unser Vater. Wir brauchen deinen Segen. Wenn wir dich, Gott, vergessen, ist das, was wir tun, umsonst. Wenn wir ohne dich, Gott, alles bestimmen, ist das, was wir tun, umsonst. Gott, du bist unser Vater, wir brauchen deinen Segen. Wenn wir dir, Gott, nicht vertrauen, ist alles, was wir tun, umsonst. Wir brauchen uns nicht allein zu mühen, Gott selber sorgt für uns. Gott, du bist unser Vater, wir brauchen deinen Segen. Amen. Wir wollen Gott jetzt mit einem ersten Lied loben und ich bitte dafür die Band nach vorne und die Gemeinde aufzustehen. Und es ist ein besonderes Lied für die Kinder. Das heißt, die Kinder dürfen nach vorne kommen, wenn sie mitsingen wollen. Entweder ganz hier nach vorne oder hier in die erste Reihe. Nach dem Lied bete ich dann weiter mit uns und dann singt die Band weiter. Also kommt gerne nach vorne, ich denke, ihr kennt die Lieder. Euch lieber ist. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, wir sehen uns danach, sorglos zu leben.
und kommen doch von unseren Sorgen nicht los. Sie verderben die Tage, rauben den Schlaf und oft verstellen sie uns den Blick auf das Gute, das uns doch trotz allem umgibt. Manche von uns können kaum noch leben, ohne zu jammern, spüren sich selbst nur noch in den Klagen, in der Kritik. Sorgen sind zur Sucht geworden. Gott, löse den Bann der negativen Gedanken. Nimm uns die Last des Grübelns ab. Lass uns wirksame Hilfe finden bei anderen Menschen und bei dir. Amen. Dass Gott dieses Gebet gerne erhört und beantwortet, wissen wir, weil sein Wort sagt: All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Gott sorgt für uns, wie ein guter Hirte für seine Schafe sorgt oder eben wie ein König für sein Volk. Und wir wollen Gott jetzt weiter dafür danken und ihn loben, dass er über uns steht, dass er unser König ist, dass wir ein Teil seines Volkes sein dürfen. Die Band führt uns jetzt in drei Liedern, die genau darauf zielen, dass wir Gott als König und als Herrscher wahrnehmen. Schlag vor, dass wir dazu wieder aufstehen, dann singt und lobt es sich besser.
lese Matthäus 13, Verse 31 bis 33 und 44 bis 46 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Und auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus. Man kann Gottes himmlisches Reich mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau zum Brotbacken nimmt. Obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Der Schatz und die kostbare Perle. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür diese Perle. Halleluja. Heute also um das Reich Gottes gehen. Der Predigttext steht in Matthäus 6 und das ist ein Kapitel in der Bergpredigt, so ziemlich in der Mitte von der Bergpredigt. Und unter anderem geht es in dem Kapitel um das Vaterunser und verschiedene andere Themen. Wir konzentrieren uns heute auf den Vers 33. Da steht: Suchet aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Und das haben wir ja auch gerade gesungen. Und das singen wir ja jeden Sonntag nach der Lesung. Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt und seine Gerechtigkeit, und dann wird euch alles andere hinzugefügt. Aber was ist denn Gottes Reich eigentlich? Es ist ein Wort, was in der Bibel ganz, ganz oft vorkommt, vor allen Dingen im Neuen Testament. Jesus redet sehr viel davon. Allein in den ersten drei Büchern des Neuen Testamentes, Matthäus, Markus und Lukas, kommt es 99 Mal vor. Manche denken vielleicht, Gottes Reich, das ist der Himmel. Oder es ist etwas, was kommt, wenn endlich auf dieser Erde alles Leid, alles Krieg, alles Schlimme aufhört und Jesus wiederkommt und regiert. Ist Gottes Reich also etwas in der Zukunft oder etwas in der Ewigkeit für nach dem Tod? Wie schon gesagt, im gleichen Kapitel steht das Vaterunser. Also wir wollen da immer mal hin und her springen und das auch vergleichen. Im Vaterunser beten wir ja, dein Reich komme, wie im Himmel. Also diese Antwort mit dem Himmel ist nicht ganz falsch. Oder sie ist schon ziemlich richtig eigentlich. Aber es geht ja dann weiter. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten also für etwas, das hier und jetzt sein soll. Dass Gottes Königsherrschaft schon jetzt anfangen soll. Jetzt hier bei uns schon sichtbar werden soll. Jesus hat also viel vom Reich Gottes, vom Gotteskönigreich geredet. Als er auf diese Erde kam, hat er gesagt, Gottes Reich ist mitten unter euch.
Also er selber war Gottes Reich in Person. Und er hat eben all diese Gleichnisse erzählt in Matthäus 13, die Verena gerade vorgelesen hat. Und da gibt es noch ganz viele mehr in dem Kapitel. Wer weiß noch, was wir gerade gehört haben? Das Gottesreich ist wie ein ganz kleines Samenkorn, wie ein Senfkorn, woraus ein großer Baum, ein großer Effekt entsteht. Oder es ist wie ein Schatz, für den man alles einsetzt, wo man sich nach ausstreckt, wo man alles andere aufgibt, um den zu gewinnen. Aber wenn ich etwas suchen soll, also wir suchen Gottes Reich, dann muss ich ja wissen, wie es aussieht. Also wenn ich jetzt hier in der Kirche jemanden suche, dann muss ich wissen, ist das ein Mann oder eine Frau, hat er lange Haare oder kurze Haare, ist er alt oder jung. Ich muss also die Merkmale von dieser Person kennen. Und so habe ich ein paar Sachen in der Kirche versteckt, und da kommen jetzt die Kinder nochmal ins Spiel, die Merkmale von Gottes Reich beinhalten. Das sind keine Geschenke, das muss ich euch vorher sagen, ihr dürft das nicht alles mit heimnehmen. Manche Sachen können wir hier in die Kinderecke stellen nachher, manche Sachen gehören auch mir, die muss ich wieder mit heimnehmen. Aber es sind in der Kirche 5 solcher Schachteln versteckt. Die ist leer, in den anderen 5 ist was drin. Und ich möchte jetzt mal die Kinder oder vielleicht auch ein paar Erwachsene bitten, die zu suchen und hier zu mir nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir brauchen mindestens einen von den Konfis, weil eine ist da oben. Geht mal gucken, wo ihr solche Kisten findet. Unter den Stühlen, auf den Fensterbänken, auf der Treppe. Die ist leer. Ah, da ist schon mal eine. Okay, kannst du sie aufmachen? Okay, dann komm mal her und erzähl uns mal, was drin ist. Oder warten wir erst, bis die anderen Kinder wieder da sind. Okay, da kommt noch eine. Oh, die Ingrid hat eine unter ihrem Stuhl gefunden. Die war schneller wie die Kinder. Dankeschön. Ja, darfst du aufmachen? Du kannst auch hier bleiben. Halt sie mal fest. Du kannst uns sagen, was da drin ist. Haben wir sie alle? 1, 2, 3, 4. Eine fehlt noch. Habt ihr die von der Treppe? Das ist die von der Treppe? Auf der Treppe stand eine. Ich hoffe, hier hat keiner weggeräumt. Mach sie mal auf und guck mal, was drin ist. Ja, ein Ritter ist da drin. Okay. Gut, also in der ersten Schachtel haben wir einen Ritter. Was könnte das wohl bedeuten? Ja. Vielleicht, dass wie damals die Ritter Gott kennt für die Sachen, die ihm wichtig sind. Ja, genau. Ein Ritter kennt und er beschützt. Also er ist der Beschützer vielleicht derer, die Schutz brauchen. Ne? Also, wir haben ein Gottesreich ist wie ein Ritter, der uns beschützt. Okay, oh, was haben wir denn da drin? Was ist denn das? Ein Apfel. Und was noch? Weißt du, was das ist? Brot. Brot. Also, Gottes Reich ist da, wo wir was zu essen haben. Wo keiner hungrig ist. Ah? Okay, super, dankeschön. Okay, was habt ihr noch? Was ist denn das? Ein Stofftier? Gottes Reich ist, wo wir uns lieb haben, wo wir uns gegenseitig richtig wohlfühlen, ne? Weil ich glaube, der sieht ziemlich glücklich aus, oder? Genau, den setze ich hier vorne hin. Die Herzchen kannst du den Leuten verteilen, okay? Gut, jetzt, was haben wir hier noch? Ich habe hier verschiedene Stoffbahnen. Okay, das ist teilweise habe ich auch sehr weit. Menschen warm sind, wo sie nicht nackt
und kalt und verfroren sind, also wo wir uns um unsere Kleider keine Sorgen machen müssen. Gut, und das Letzte. Was habt ihr gefunden? Kreuz haben wir noch gefunden. Wofür steht das Kreuz? Das ist eben schon ein bisschen verraten, ne? Das steht für Jesus, weil Gottes Reich ist da, wo Jesus ist. Und wo wir durch Jesu Kreuz Vergebung haben. Und aber da ist auch wieder der Baum drauf, ne? Von dem Senfkorn, der uns guten Platz gibt. Okay, super. Die leeren Schachteln könnt ihr hier irgendwo abstellen. Und die Sachen stelle ich jetzt mal hier hin. Weiter gucken. Ganz herzlichen Dank an die Kinder, die dabei mitgeholfen haben. Jetzt dann doch noch. Genau. Ich fasse uns jetzt ein paar Punkte nochmal zusammen für die Erwachsenen und auch für die Konfis, damit ihr eure drei Punkte zum Aufschreiben habt. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Der erste Punkt ist, Reich Gottes ist nicht Sorge, sondern sich versorgen lassen. Am Anfang von diesem Abschnitt im Kapitel 6 von Matthäus, da steht, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Und das haben wir gerade gesehen. Also wir haben Essen und auch was zum Anziehen gefunden in Gottes Reich. Und Ähnliches, dieses macht euch keine Sorgen um das Essen, um das Anziehen, das haben wir ja auch eben schon im Gebet und in dem Vers aus dem Petrusbrief gehört, der der Wochenspruch ist. Als Jesus seine Jünger aussendet, das hat er ziemlich oft gemacht, dass er erst die 12 und dann nachher 72 Menschen ausgesandt hat in Dörfer und Städte, wo die Leute noch nichts von ihm gehört hatten, da hat er über sie gesagt, verkündet das Reich Gottes, heilt die Menschen, aber nehmt nichts mit. Keine zweite Tunika, kein Essen, kein Geld und kein zweites Paar Schuhe. Also macht euch keine Sorgen, was ihr essen oder anziehen sollt. Aber dann hat er auch gesagt, wenn ihr in so ein Dorf oder in so eine Stadt hineinkommt, sucht ein Haus oder eine Familie, die euch willkommen heißt. Bringt Gottes Frieden und seinen Segen zu diesem Haus und esst alles, was sie euch vorsetzen. Also, lasst euch versorgen. Und ich kann sagen, als ich meine Arbeit in Usbekistan vor vielen Jahren angefangen habe, da habe ich ja viele Hausbesuche gemacht bei Menschen, die ein Kind mit Beeinträchtigung hatten und ich konnte überhaupt nicht so viel essen, wie mir vorgesetzt wurde. Also das funktioniert wirklich. Als Jesus einmal stundenlang predigt und die Leute hungrig werden, macht er aus 5 Broten und 2 Fischen genug Essen für 5000 Menschen und er versorgt sie. Das Reich Gottes ist also davon gekennzeichnet, dass wir uns nicht um uns selber sorgen, sondern uns versorgen lassen, aber auch andere versorgen. Und das wollen wir ja auch heute wieder zusammen feiern, nach dem Gottesdienst, wenn jeder was mitgebracht hat und wir uns einfach gegenseitig versorgen mit dem, was es da zu essen gibt. Gottes Königreich ist also so angelegt, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wir gute Beziehungen haben und vom gegenseitigen Helfen und Versorgen leben können. Gottes Reich ist da, wo Hungrige zu essen bekommen und Bedürftige Kleidung und Unterkunft. Mal sind wir vielleicht die Hungrigen und die Bedürftigen, ein anderes Mal sind wir die, die etwas geben können und die andere versorgen können. In einem Buch, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, bringt der Autor es genau auf den Punkt. Ich lese das mal vor. Sich Sorgen zu machen, was ich esse und anziehe, ist etwas Ich-Zentriertes, wo ich bestimme, ich mein Reich baue. Wenn ich das Reich Gottes suche, gebe ich meiner Selbstzentriertheit das Ich auf. Ich wende mich Jesus zu, kehre um und aus dieser Umkehr heraus entsteht eine neue Frage nach dem, was Gott möchte. Und damit
wie ich Gott und anderen, Gott und meinem Nächsten lieben und versorgen kann. Es entsteht eine Neuorientierung des Handelns. Das ist das Reich Gottes. Das Zweite ist, Gottes Reich ist aber ein Ort der Vergebung und gesunder Beziehungen. Wie schon gesagt, Jesus hat ganz viele Geschichten über das Reich Gottes erzählt. Eine andere Geschichte, die wir jetzt noch nicht gehört haben, handelt davon, dass ein Mensch sehr, sehr viele Schulden bei einem König hat. Und als er zu dem König gerufen wird, ist es so schlimm, dass er selber und seine ganze Familie in die Sklaverei verkauft werden müssten. Er bittet dann den König darum, dass es ihm doch vergeben wird. Und der König erlässt ihm all seine Schuld. Geldschulden stehen hier natürlich stellvertretend für die Schuld, für die Fehler, die wir in unserem Leben machen. Wo wir uns und anderen schaden, ihnen wehtun, Beziehungen zerbrechen, Schuld auf uns laden. Die Bibel nennt das auch Sünde. Im Vaterunser haben wir für Gottes Reich gebetet. Dann zählen wir auf das tägliche Brot. Davon haben wir gerade gehört. Und dann geht es weiter. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diesen zweiten Teil hatte der Schuldner in Jesu Geschichte leider noch nicht verstanden. Denn wir hören weiter in der Geschichte, dass ein weiterer Mann diesem Mann ein kleines bisschen Geld schuldet. Und gerade als ihm alles vergeben wurde, geht der Mann los, krallt sich den anderen und sagt, gib mir sofort mein Geld wieder. Das findet der König gar nicht gut. Und er steckt den ersten Mann zurück ins Gefängnis, in die Schuldnerzelle. Gottes Reich finden wir da, wo wir Vergebung erfahren, aber wo wir dann auch anderen weiter vergeben können. Da müssen wir erkennen, dass Gott uns durch Jesus Christus am Kreuz vergeben hat, dass wir seine Kinder sind, Königskinder, denen ja alles schon gehört. Zu dem Mann im Gefängnis sagen viele Leute, dass Gott ihn eigentlich gar nicht strafen wollte. Weil Gott ist ja, also der König in der Geschichte ist ein Bild für Gott. Aber er wollte ihn nicht bestrafen, er wollte ihn daran erinnern, dass ihm ja alles vergeben war. Er hat ja gar keine Schulden mehr. Da steht, gehst ins Gefängnis, bis alles bezahlt ist, was du mir schuldest. Aber er schuldet ihm gar nichts mehr. Er musste das nur verinnerlichen und sich daran erinnern und sich darauf berufen, du hast mir vergeben. Und dann aus dieser Vergebung heraus auch an anderen handeln. Denn aus dieser Gewissheit heraus, dass uns vergeben ist, können wir dann auch mit unseren Familien, Nachbarn und Freunden, ja sogar unseren Feinden, Frieden schließen und ihnen vergeben. Das ist manchmal ein langer Prozess, aber wo das Reich Gottes, seine Liebe in unser Leben hineinkommt, da beginnt diese Veränderung. Da schaffen wir ein Stück Himmel auf Erden, ein Gebiet in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unseren Dörfern, wo Gott regiert. Und nicht mehr das Böse. Und damit sind wir dann auch beim letzten Punkt. Gottes Reich ist ein Ort des Schutzes. Da hatten wir eben den Ritter, ne? Im Vaterunser beten wir, Gott bewahre uns vor dem Bösen und führe uns nicht in Versuchung. Hilf mir, dass ich mich nicht immer wieder aus diesem guten Königreich hinausbewege. Dass ich nicht immer wieder abhaue aus diesem guten Haus des Vaters. Mich wieder dem zuwende, was mir selber doch schadet und auch so vielen anderen Menschen. Wieder in die Sorgen, in den Egoismus abdrifte. Als Jesus seine Jünger aussandte, um das Reich Gottes zu verkündigen und vorzuleben, da sagt die Bibel, dass sie auch die Macht hatten, Dämonen auszutreiben und sie in ihre Schranken zu weisen. Das Böse in diesen Orten, in diesen Städten, dem Bösen zu sagen, hier ist für dich kein Platz mehr. Und ich denke, das gilt auch für die bösen Geister unserer Zeit. Ob das mentaler Natur ist, wie Ängste, die ja auch krankhaft werden können, wo die Sorgen einfach so übernehmen, dass sie uns total bestimmen. Oder die Geister des Extremismus und Egoismus,
der unsere Gesellschaft spaltet. Oder ob es physischer Natur ist, wie ein Suchtverhalten, was mich gefangen hält. Oder auch tatsächlich geistliche, spiritistische oder okkulte Bindungen. Auch das gibt es durchaus heute noch. Gott will diese bösen Geister aus unserem Leben herausholen. Und Gottes Reich ist wie ein kleiner Samen, der zu einem großen Baum aufwächst und unter dessen Blätter wir dann Schutz finden können. Wo wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen und helfen, von solchen Einflüssen frei zu werden und frei zu bleiben. Gottes Reich und damit auch seine Gemeinde ist niemals ein Ort, wo Menschen Angst, Missbrauch oder Beschämung ausgesetzt sind. Wenn Jesus die Menschen um sich herum versammelte und er als König sein Reich hier auf Erden einläutete, waren alle willkommen, eingeladen, ihn und seine Taten und Worte zu erfahren und anzuhören, sich von ihm herausfordern zu lassen und verändern zu lassen, seinen Willen zu erkennen und auch zu tun. So sollen wir also das Reich Gottes suchen. In anderen Übersetzungen steht danach trachten, alles daran setzen, es zu finden wie diesen Schatz. Wir sollen Räume suchen, schaffen und erbeten, wo Hungrige das tägliche Brot, Kranke Heilung, nackte Kleidung, Schuldige Vergebung und Bedürftige Schutz finden. Und so sollen wir auch mit unserem Hunger, unserer Krankheit und unserer Schuld und unseren Bedürfnissen, unseren Sorgen zu Gott kommen. Denn er liebt und versorgt uns und er lädt uns ein, in seinem Reich Königskinder zu sein. Amen. Es ist einiges der Gemeinde bekannt zu geben. Wir danken für die Kollekten des letzten Gottesdienstes. Die Flüchtlingshilfe des Diakonischen Werkes erhält 223,21 € und für Hilfe für Frauen in Not wurden gesammelt 106,19 €. Die heutige Klingelbeutelkollekte, und die sammeln wir beim nächsten Lied nach den Abkündigungen, ist bestimmt für die Arbeit unserer Ehrenamtskoordinatorin hier in der Gemeinde. Die Ausgangskollekte ist vorgesehen für ein Flüchtlingsprojekt der Diakonie Saar für Flüchtlingsberatungsstelle Lebach. Und die schreiben: Flucht, Vertreibung, Wanderung ist etwas, was geflüchtete Menschen zu uns bringt. Das ist ein ureigenes Thema der Kirche und der Bibel. Viele Berichte haben damit zu tun, dass die Heimat verloren gegangen ist und das, was früher den Glauben, die Heimat und den Staat ausgemacht hat, das ist verloren gegangen. Bei all diesem, alles verloren haben, da entsteht das entscheidende Neue. Die Flüchtlingsberatungsstelle in Lebach unterstützt hier im Schwerpunkt Frauen, alleinreisende Frauen und ihre Kinder. Unterstützt diese beim Asyl, Antragsstellung und bietet Unterstützungsangebote. Dafür wollen wir also am Ausgang sammeln. Ja, im Anschluss an den Punkt 11 Gottesdienst gibt es wie immer Mittagessen. Alle ganz herzlich eingeladen dazu. Unten im Gemeindehaus, wer was mitgebracht hat, kann es einfach auf den Tisch stellen, wenn das nicht schon passiert ist. Und wer nichts mitgebracht hat, darf einfach kommen und sich versorgen lassen. Die Bücherei hat auch während dem Mittagessen geöffnet. Das Friedensgebet entfällt heute. Ganz viele von den regelmäßigen Betern sind im Moment in Polen. Und deswegen treffen wir uns erst nächste Woche wieder. Am Dienstag um 19 Uhr trifft sich die Gemeindebriefredaktion. Und dann eine herzliche Einladung zur Quiznight am 27.09. um 19 Uhr. Das ist eine Aktion der Bücherei und Flyer dafür liegen aus. Dann laden wir ganz herzlich ein zum Gottesdienst für die Jubelkonfirmanden. Und zwar besonders die Jahrgänge, die 74, 64 und 59 konfirmiert wurden. Das sind die goldenen, diamantenen und eisernen Konfirmanden. Wo uns Adressen bekannt sind oder wo wir sie irgendwie rausgefunden haben, dann haben die Menschen einen Brief bekommen, eine Einladung bekommen. Aber wenn Sie jemanden kennen aus diesen Jahrgängen, der vielleicht noch keinen Brief bekommen hat oder den Sie daran erinnern können, sagen Sie das bitte weiter.
dass man sich bis zum 27.09. im Gemeindebüro anmelden kann, muss eigentlich, weil wir müssen wissen, wer kommt. Wir wollen auch Kaffee machen. Und im Gottesdienst werden ja die Namen der Jubelkonfirmanden vorgelesen. Außerdem wollen wir einfach allen sagen, die in den anderen Jahren darüber noch konfirmiert worden sind, also vor 70, 75, 80 oder sogar 85 Jahren, das sind die Gnaden-, Kronjuwelen-, Eichen- und Engel-Konfirmanden. Ihr dürft euch auch melden, sie dürfen sich auch melden. Wir wollen eine Gemeinde für Alt und Jung sein. Heute stehen die Kinder im Fokus bei der Jubelkonfirmation, die, die schon etwas länger hier sind. Und wir wollen einfach auch die Konfirmanden aus den noch älteren Jahrgängen begrüßen. Und wenn die sich anmelden, lesen wir gerne die Namen vor. Und die sind auch zum Kaffee ganz herzlich eingeladen. Vom Kronjuwelenjahrgang, dem 75 Jahre Konfirmation, haben wir schon einige Anmeldungen. Und es wäre schön, wenn da noch viele dazukommen. Wie gesagt, bis zum 27.09. im Büro melden. Der nächste Gottesdienst ist am nächsten Sonntag, 15.09. hier um 10 Uhr. Und wir werden Diethelm Stein aus Hahnroth als Gastprediger haben. Jetzt singen wir Lied 333 und zwar alle 6 Strophen direkt in einem durch. Also nicht in 2 Teilen, wie es hier steht. Und wir singen, sammeln die Klingelglocken. Thank you.
beten und ich bitte die Gemeinde dafür aufzustehen. Beerdigt wurde in unserer Gemeinde diese Woche Frau Gretel Bamberger, geborene Dulliba aus Rüscheid, zuletzt Flörsheim am Rhein, verstorben im Alter von 101 Jahr. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wer aber da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Lass uns beten. Herr, dein Wort verspricht, dass du für uns sorgst, wenn wir all unsere Sorgen auf dich werfen. Das wollen wir jetzt tun. Herr, wir bitten für die Angehörigen von Frau Bamberger, für alle, die sie vermissen, für die, die für und um sie gesorgt haben. Sei bei ihnen und gib ihnen Trost. Gib ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen und ihnen helfen können. Herr, wir bitten dich auch für alle anderen, die für Menschen sorgen, die sie erziehen, bilden, ausbilden, pflegen und heilen und so dein Reich sichtbar machen. Für Erzieher und Lehrerinnen, für Menschen in der Pflege, Medizin und Haushalt. Besonders die, die in Kürze hier bei uns im Haus Sonneneck ihren Dienst beginnen. Aber auch für die vielen Angehörigen, Ehepartner, Kinder und Eltern, die in die Versorgung ihrer Lieben eingebunden sind. Stärke sie und gib ihnen Mut. Wir beten für die kranken Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, die vielleicht Angst haben, anderen zur Last zu fallen. Hilf ihnen mit deiner Fürsorge. Und wenn es dein Wille ist, bringe Heilung. Herr, wir bringen dir die, die für unser tägliches Brot sorgen, Menschen in der Landwirtschaft, aber auch alle, die die Produkte weiterverarbeiten, vom Bäcker bis hin zu denen in den großen Betrieben, die Qualitätssicherung oder Forschung betreiben. Wir beten auch für die, die deine Schöpfung versorgen und für sie sorgen, die Förster und Waldarbeiter, die, die im Arten- und Umweltschutz oder im Klima- und in der Energieforschung tätig sind. Herr, gib ihnen Weisheit und Ideen, dass wir deine Herrlichkeit weiter in deiner Schöpfung bewundern können. Und wie schon so lange, viel zu lange, bringen wir dir unsere Sorgen um den Frieden, unsere Sorgen um die Menschen in der Ukraine und in Israel, aber auch im Libanon und in Gaza, im Sudan und vielen anderen Orten, wo Krieg und Hass, Machthunger und andere böse Geister herrschen. Wir bringen dir auch die Sorgen der Mütter und Väter, Ehepartner und Kinder, derer, die auf allen Seiten dieser Kriege kämpfen. Herr, erbarme dich. So viele Sorgen, aber auch viele, die mit dir uns versorgen und das in alles in deinem Namen tun. Danke, Herr, dass wir beides, die Sorgen und die Versorgenden, dir bringen können. Alles andere schließen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast, um deinen Willen, dein Reich und deine Fürsorge zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese uns vor dem Segen noch einmal den Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Ich spreche uns jetzt den Segen und dann singt die Band uns die Segensworte nochmal zu und wir singen mit der Band den Segen zu und uns gegenseitig, also drehen Sie sich ruhig ein bisschen in der Gegend rum beim Singen und segnen Sie die Menschen um Sie herum. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.